Josef Strauß warnte vor dem propagandistischen Charakter. Der jüngste Augen gönnte, passierte vor dem Tor der Bremer. Und es kommt in mir der Wunsch auf, mich selbst loszulassen und anzuvertrauen. Guten Abend. Leider ist das nicht unser Wahlstudio hier in Kiel, meine Damen und Herren, obwohl wir es bei diesem Wetter natürlich liebend gern hier draußen auf die Terrasse verlegt hätten. Aber wir wollten Ihnen wenigstens einen Blick auf die Kieler Förde gönnen, auf diese traumhafte Kulisse hier dicht beim Kieler Landeshaus, in dem es morgen heiß hergehen wird. In unserem Wahlstudio wird natürlich seit Tagen schon heftig gearbeitet, damit morgen um 5:05 alles klar ist. Im ersten bei der ARD wie immer die Mischung aus Politik und Sport. Die Computer von Infas werden uns mit Ergebnissen und Analysen versorgen. Ulrich Deppendorf, wann wird es bei Ihnen denn spannend? Punkt 18 Uhr, Ulrike Wolf, wird spannend. Dann kommen wir mit unserer Prognose raus. Gegen 18.10 Uhr dann die Trendrechnung und zwischen 6:15 und 6:30 dann die erste Hochrechnung hier von Infas in der ARD. Und beim Sport gibt es natürlich Fußball, Leichtathletik aus Amerika, die deutschen Tischtennismeisterschaften und vieles mehr mit Jörg von Torra. Wir jedenfalls freuen uns auf einen spannenden Wahlabend. Schauen Sie rein bei uns um 5:05 im Ersten. Bis dahin, tschüss aus Kiel. Liebe Zuschauer, um außerirdische kleine Monster geht es in dem amerikanischen Spielfilm Critters, Sie sind da, den wir Ihnen nun zeigen. Sie attackieren alles, was ihnen in den Weg kommt und machen einer fermen Familie das Leben schwer. Stephen Herrick hat das turbulente Science-Fiction-Abenteuer 1986 gedreht.